Moin liebe Leute, was gibt's heute? Heute gibt's ein neues Video für meinen Kanal und heute sind wir wieder in Trials Fusion unterwegs und dies ist ein Tipps und Tricks Video und ich habe mir gedacht, ich mache euch einfach mal ein Video, was es bisher noch nicht so weit auf YouTube gibt. Und zwar gibt es ja viele, die seit Awesome Level Max mitbekommen haben, dass man mit Eicheln verschiedene Sachen freischalten kann, wie zum Beispiel ja, andere Klamotten, teilweise auch Charaktersets und so weiter und so fort. Und demzufolge habe ich mir gedacht, ich zeige euch einfach mal, wie man seine Eicheln erhöhen kann. Und das Ganze macht ihr, wie man unten schon ganz gut erkennen kann, über die Wettkämpfe. Und bei den Wettkämpfen habe ich schon mal ja, ein bisschen halt mich umgesehen und habe schon mal festgestellt, dass es doch so das ein oder andere gibt, was man dann ja bekommen kann. Wie zum Beispiel halt XP-Punkte. Aber XP-Punkte sind nun nicht gerade das, worauf wir aus sind. Wir sind ja auf die Eicheln aus. Weil normalerweise hat man am Anfang mit Awesome Level Max 400 Eicheln. Wie ihr seht, ich habe 550. Und ich habe schon mal tatsächlich einen Wettkampf gemacht, wo ich dann ja, insgesamt auf Rang 670 kam mit 6 Fehlern und habe da 150 Eicheln bekommen. Das heißt, wenn ihr also demnächst mal wieder Trials Fusion spielt und ihr möchtet euch natürlich auch einen anderen Charakter oder Klamotten oder sonst irgendwas zusammenbasteln, ja. Dann solltet ihr immer wieder mal Ausschau nach diesen Wettkämpfen halten. Wie diese Wettkämpfe aufgebaut sind, das ist im Grunde genommen ganz einfach. Ihr habt dann jeweils verschiedene Strecken aus dem Trials Fusion normalen Paket. Und ja, diese gilt es halt mit so wenig möglichen Fehlern zu bestehen und dabei auch noch wirklich eine gute Zeit reinzuhauen. Also fahrt einfach so perfekt, wie ihr könnt. Mit diesem Endergebnis werdet ihr dann jeweils immer mit, ja, den jeweiligen Punkten belohnen, das sei entweder die Erfahrungspunkte, die XP-Points oder eben die Eicheln. Wichtig ist natürlich, dass ihr auch darauf achten solltet, dass ihr, wenn ihr das Ganze macht, immer in einem gewissen Zeitrahmen euch bewegt. Das heißt, so eine Challenge, also ein Wettkampf, geht im Schnitt immer so circa, sag ich mal, wenn es XP-Punkte sind, so ein paar Stunden. Wenn es um die Eicheln geht, dann kann es auch ein bisschen ausgiebiger sein. Dann kann es auch gut möglich sein, dass das Ganze mal einen Tag oder 2 Tage geht. Und ihr bekommt dann jeweils immer beim nächsten Login, wenn ihr dann reingegangen seid, bekommt ihr dann die Meldung quasi, dass ihr den gewissen Rang erreicht habt und demzufolge halt auch die Belohnung euch einheimsen könnt. So, wie man ja sehen könnt, hier fahre ich jetzt direkt nur erstmal in einem Challenge-Werk, was so circa um die 4 Stunden geht. Das bedeutet, das ist dann eher so der Wettkampfmodus auf XP-Punkte aufgebaut, damit ihr euren Rang erhöhen könnt, weil ab Rang 90 oder so gibt es natürlich nochmal ganz andere Gearsets für eure Karre oder euren Charakter. Ich denke mal, für den einen oder anderen, der fast schon alles in Trials Fusion erreicht hat, ist es definitiv immer noch reizbar. Ja, ihr habt wie gesagt Strecken dabei, die sind auf einfach, mittel. Ihr seid manchmal bei Strecken echt dabei, die sind zwischen schwer und extrem. Dann gibt es aber auch Strecken, und das ist eigentlich so ein bisschen der Knackpunkt, wenn es wahrscheinlich manchmal um die Eicheln geht. Da kann es schon mal sein, dass von den Rack-Links-Erstellern, also sozusagen das Entwicklerstudio, was uns Trials Fusion beschert hat und auch seit dem neuesten DLC Awesome Level Max natürlich nochmal ein Extra halt nachgelegt hatte, die sind da auf jeden Fall mit involviert gewesen, nochmal eine Extra-Map zu erstellen. Denn wo ich das letzte Mal so die Challenge gemacht habe für die Wettkämpfe zwecks den Eicheln, da kam dann eine Map, die gab es noch gar nicht, ja. Und ich denke doch mal, da sollte man definitiv ein bisschen die Augen offen halten, ja. So, okay, ja, also wie gesagt, das ist ja hier wirklich ein sehr kurzes Video mit den knapp 6 Minuten. Ich denke mal, das sollte für jeden irgendwie machbar sein, jetzt irgendwie alles unter Dach und Fach zu bekommen. Wenn ihr trotzdem irgendwie Fragen haben solltet, ja, wenn ihr euch jetzt sagt, ich habe dann trotzdem irgendwie noch irgendwas nicht ganz verstanden, dann könnt ihr mir definitiv eine Frage mit in die Comments reinhauen. Ich lese mir ja sowieso alle Comments durch und werde natürlich auch immer wieder meine Comments oder beziehungsweise meine Abonnenten, die mir Kommentare da lassen, definitiv mit antworten. Ja, was gibt's denn sonst noch? Ja, ansonsten immer mal wieder bin ich natürlich auf der Suche nach richtig guten erstellten Maps. Momentan gibt es noch nicht so viel gut erstellte Maps im Bereich Awesome Level Max. Das heißt, mit den neuen Gegenständen wurden noch nicht so viele Maps erstellt. Wenn da mal wieder was geplant ist, dass ich euch ein Video mit hochschubsen kann, wo man auch mal wieder ein bisschen mehr auf die erstellten Strecken eingeht, dann werde ich das natürlich tun. Wir kommen jetzt hier schon mittlerweile, wie ihr seht, das geht hier zum Beispiel bei den einfachen Maps ziemlich easy. Kommen wir hier schon zu Gipfelstürmer, zur letzten Map. Und ja,
Was auch noch wichtig ist, wenn ihr jetzt zum Beispiel so einen Wettkampf macht und ihr sagt euch, ich war jetzt mit meinem Lauf nicht so zufrieden, kann ich den dann nochmal machen oder bleibt der eine gespeichert und ich kann keinen mehr machen? Es ist tatsächlich so, dass Trials Fusion euch dann die Möglichkeit gibt, dass ihr sagt, gut, okay, dann mach einfach nochmal deinen Run und fahr gegen deinen eigenen Geist. Sozusagen habt ihr ja sowieso dann schon mal eine kleine Verbesserung. Erschreckt euch dann nicht daran, wenn ihr ein bisschen besser als der Geist seid und der bleibt am Startpunkt stehen. Das hat was damit zu tun, dass ihr die Zeiten, die ihr ja pro Runde erspielt, die werden aufaddiert. Und somit kann es halt gut möglich sein, dass wenn ihr in einer Runde natürlich so 15 Sekunden schneller wart, dass dann der Geistcharakter auf der nächsten Map noch ein bisschen länger stehen bleiben muss. So, wie gesagt, das soll es eigentlich gewesen sein. Wie ihr seht, hier kann man ganz gut Positionen und XP-Punkte abgreifen. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir natürlich gerne ein Like da lassen oder mir einen Kommentar mit unten reinschreiben. Ansonsten würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder mit dabei seid. Und ja, das soll es gewesen sein. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Ja, bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Ciao und tschüss. Euer Mobster.